Heute zeige ich euch dieses leckere gegrillte Käse-Sandwich. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Für mein Grilled Cheese Sandwich habe ich hier zwei Toastbrotscheiben. Die habe ich aber vorher noch auf Stufe 1 ein bisschen vorgetoastet. Margarine. Dann habe ich hier noch zwei Scheiben Cheddar-Käse. Und wenn ihr wollt, ihr könnt aber auch weglassen, habe ich hier noch ein bisschen Kochschinken. Das Toastbrot, das tue ich von beiden Seiten gut mit Butter bestreichen. Mache aber auf der Rückseite nicht ganz so viel Butter. Jetzt bestreiche ich die Rückseite, aber wie gesagt, da bitte nicht ganz so viel Butter. So, und jetzt kommt auf jede Seite so Cheddar-Käse. Und ihr könnt das entweder so lassen oder ihr macht es wie ich. Ihr tut noch etwas Kochschinken dazwischen. So, zuklappen. Und dann kann das ab in die Pfanne. Hier in die Pfanne habe ich jetzt noch etwas Butter reingemacht. Und darin werde ich jetzt meinen gegrillten Käse von beiden Seiten schön goldgelb anbraten. Wenn euer Toastbrot diese Farbe hier erreicht hat, dann ist es perfekt. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp: Wenn ihr wollt, dass der Käse richtig schön schmilzt, dann drückt das ein bisschen an. Und das ist es jetzt gewesen, mein fertiges gegrilltes Käsesandwich. Ich freue mich schon sehr darauf. Das ist übrigens mein Lieblingsfrühstück. Das würde ich am liebsten jeden Tag essen. Und ich schreibe euch das genaue Rezept und die Zutatenmenge in meine Videobeschreibung. Abonniert gerne weiter meinen Kanal. Ansonsten freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, bis zu meinem nächsten Video.